Hallo zusammen und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Ich habe jetzt doch an der Einstellung was geändert, denn ja, ich bin, sagen wir, schon ein Freund von 60 FPS und alles, was sich in dem Bereich bewegt. Deswegen habe ich jetzt das Ganze nochmal abgeändert. Das heißt, wir haben jetzt hier 1440p und dafür aber eine flüssigere Framerate. Das ist, denke ich, ganz in Ordnung. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig eingestellt hier. Das ist ja auch immer so ein Ding. Schön. Und dann würde ich sagen, wenn wir jetzt uns nach Thermeworld begeben, können wir auch schon direkt mal. Ich vergesse immer die Steuerung. Direkt mal hinreiten. Sehr schön. Was sagt die FPS-Anzeige? 50. Ja, ach, das passt schon. Alles gut. Paar Feinjustierungen muss ich sowieso noch treffen hier, auch bei OBS, aber das ist jetzt erstmal egal. Ich wollte jetzt unbedingt die nächste Folge aufnehmen. Yes. Wird ja auch mal Zeit, dass ich hier ein bisschen regelmäßiger mit. Was? Nochmal. Wird ja auch Zeit, dass ich hier ein bisschen regelmäßiger Assassin's Creed aufnehme, weil ich natürlich auch dann sonst immer vergessen habe, wo überhaupt die Story war, was wir überhaupt gemacht haben. Und irgendwann steht man dann da und fragt sich, ja, was ist hier nochmal passiert? Wie weit ist es denn noch? 1200 Meter. Okay, Leute, ich mach da mal einen Cut rein. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute. Frosch im Hals. Da bin ich wieder. Oh, Hilfe. So, jetzt kann ich auch wieder reden. Wir sind angekommen. Und runter da. So, wir haben ja Ethel Speed geholt in der letzten Folge. Aus dem Weg, ihr Schweine. Mein Freund Opa ist schon ganz erschöpft. Ganz im Gegensatz zu mir. Sag mir doch, wo Burgred sich versteckt und wir sind alle glücklich. Niemals. Ein starres Gesicht und versiegelte Lippen für einen König, der sich feige verkriecht und sich nicht traut, seine Familie und sein Volk zu schützen. Durstig? Ein Mann tut, was er für Mercia tun muss. Was bleibt ihm auch anderes übrig, wenn er nicht mal seinem engsten Kreis vertrauen kann? Grüß diesen Verräter Ceolwulf von mir. Er mag auf Erden siegreich sein, aber der Teufel hat den Kampf um seine Seele gewonnen. Ceolwulf gibt sein Bestes, um dieses neue Land auf einer gemeinsamen Idee zu gründen. Nach meiner Meinung ist er der wahre Sohn Mercias. Ich spucke auf ihn. Alles Leben, was er in Mercia aufbaut, steht auf den Gräbern der edlen Leute, die ihr Leben gaben, um es zu verteidigen. Je länger sich das hinzieht, desto wahrer wird diese Aussage. Wir haben Cheopedun und Tamevjord, jetzt auch Tempelbuch und Legrakester. Jeder Sieg verletzt eure Hoffnung auf Frieden. Und doch hat Burgred etwas, das euch fehlt. Die Treue seines Volkes. Gute, folgsame Männer. Wer denn? Die Tarn und die Männer von Mercia? Nein, nur Leofrid ist ihm noch treu. Und das auch nicht mehr lange. Ja, der gute Leofrid. Er wird seinen König bis zum Tode verteidigen. Egal wie es ausgeht, er wird noch 100 von euch in die Hölle schicken. Eivor, die Dame, beachtet mich gar nicht. Ich sehe nur das Raubgut durch. Oh Gott! Schweine müssen fressen. Leider lässt sich ihr Hunger nicht so leicht stillen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie damit fertig sind und nach frischem Fleisch suchen. Und der Geruch von Schweinescheiße danach? Mein Gott! Lasst mich hier raus! Bitte! Rede mit uns und wir lassen dir ein schönes, warmes Bad ein. Du bittest mich, meinen Mann zu hintergehen. Wie könnte ich das tun? Wenn du es nicht tust, hintergehst du zahllose andere.
In den Sagas wird man sich an euch als das Königspaar erinnern, das ein Reich in den dunkelsten Stunden im Stich ließ. Aber es wird Frieden geben. Das ist Ceolwulfs Versprechen und er wird es halten. Du hast mein Wort. Singt unser Vögelchen doch. Burgred versteckt sich in einer alten Gruft im Süden, wo Alne und Aru aufeinandertreffen. Eine Gruft? Jetzt sagt noch einer, das wäre kein Zeichen der Götter. Ein langer Weg, um einen König zu tragen. Ihr drei müsst den Weg nach Tamevjord freihalten. Wo treffen wir uns? Bring ihn zu der Brücke bei Venunes. Das ist ein gerader Weg. Allem Ärger stellen wir uns dort. Die Köpfe waren eine gute Idee. Sowas gefällt mir eigentlich nicht, aber sie hat geredet. Übertreibungen? So bin ich. Ja, in der Situation war es tatsächlich gar nicht so schlecht, auch wenn das natürlich, ja, ne? Öffne die Karte, um dein Ziel zu finden. So. Das ist, ach nee. Da unten ist noch was anderes. Das können wir aber heute in der Folge mal machen. Und zwar, dass wir mal... Genau. Burgritz versteckt. Das suchen wir aber erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir gehen nämlich jetzt mal hier nochmal zum Bruderschaftshaus. Weil Heitam wollte ja mit uns noch was machen. Und das sollten wir auch mal machen, weil dann kriegen wir noch was Schönes. Beziehungsweise dann schaltet sich was Schönes frei, was wir auch noch gebrauchen könnten. Ne, Eivor? Boah, mein PC fängt ja gerade dermaßen an zu rauschen. Jetzt, wo Assassin's Creed gestartet ist, meine Güte. Und da hat es auch gerade kurz geleckt, habe ich gesehen. Na egal. War halb so wild. Ladezeit und so, ihr wisst schon. So, da hinten ist er nämlich, Heitam. Ach nee, das Bruderschaftshaus müssen wir erstmal bauen. Ah, das könnte, ja. Raubzüge sind der sicherste Weg, um Schätze und Vorräte für unsere Siedlung zu finden. Ich weiß schon, was du vorhast. Okay, dann machen wir einfach mal einen Raubzug. Planänderung nach Planänderung. Gut, der nächste wäre hier in Meldeburn. Dann gehen wir da hin. Okay, Leute, dann... Was kann ich für dich an diesem herrlichen Tag tun? Ab an Bord. Boah, die Steuerung muss ich mir erstmal wieder merken, das ist ja gar nicht so. Verschwinden wir von hier. So, Fluss folgen. Kann das Segel nicht setzen. Und dann einmal wenden. Stimmt etwas an? Und dann geht's jetzt in Richtung unseres Ziels, um einen kleinen Raubzug zu machen. Jawohl. Ich lasse einfach mal das, die Fahrt jetzt hier laufen, weil wir haben jetzt hier noch schöne Musik nebenbei. Das kann ich auch mal ein bisschen zeigen. Das ist zum Beispiel fast eins meiner Lieblingslieder. Finde ich schön. Finde ich sehr, sehr schön. Das Ding hat schon einiges an Speed drauf, muss man ja mal sagen, ne? Das Boot. Oder das Schiff. So, wie weit ist es noch? Na, 800 Meter. Muss natürlich erstmal hier eine Kurve fahren, weil sonst kommen wir da nicht hin.
Huch. Achso. Ja, jetzt nehmen sie den Mast runter. Wahrscheinlich. Genau. Weil wir kommen ja so hier nicht unter dieser Brücke durch. Und jetzt kommt das Segel wieder. So, und dann sind wir jetzt gleich da. Schon mal vorbereiten. Und los geht die Party. Wir brauchen Vorräte für unser Bruderschaftshaus. Also los. Toll, dass ich mich nicht geheilt habe. Ja, na gut, so ist es halt. Aber hier ist bestimmt noch irgendwo was. Ah, wir werden schon was finden. Ich glaube, daran scheitert es jetzt eher weniger. Jawohl, schön hier reinstürmen. Hallo, meine Lieben. Das hast du dir so gedacht. So, immer schön parieren. Wir haben natürlich keinen Schild, also immer ein bisschen vorsichtig. Oh, ein paar Äxte werfen. Das war ein schöner Multikill. So. Sehr gut. Ach, da ist mal, das ist ein Jobenswikinger. Ist das mein Jobenswikinger oder ist das einer der anderen? Nee, das ist, glaube ich, meiner. Der sieht schon so bedrohlich aus. Sehr cool. So, im Nahkampf hast du keine Chance, mein Lieber. Da hinten ist sogar eine Fähigkeit. Sehr, sehr cool. Dafür brauchen wir aber einen Schlüssel. Und den hast du, mein Freund. So, her mit dem Ding und rein da. Ah, endlich mal eine Heilung. Das Buch des Wissens und wir haben eine Fähigkeitsverbesserung vom Todeszeichen. Sehr, sehr, wow, sehr, sehr schön. So, unsere Waffe ist mal wieder in Gift getränkt. Das macht sich ja immer ganz gut. Hallo? Sag mal, Junge, hast du irgendwie... so hoppla. Okay, wir haben hier Käfige. Ah, ja gut, die sollten wir natürlich aufmachen, da sind noch ein paar Wikinger drin. Außer hier. Guten Flug. So, dann wird es jetzt mal Zeit hier zu plündern. Also rein in die Tore. Also in die Gebäude, durch die Tore. Ihr wisst schon. Hey, ich schaffe das nicht allein. Achso, das sind... Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich dachte, das wären Gegner. Hey, komm mal kurz her. Ja, jetzt stehen wir wieder an der Kiste und warten vergeblich darauf, dass uns jemand hilft. Rohmaterial, Reichtum erworben. Oh, ich hoffe, dass es überhaupt reicht, wenn wir hier einen
plündern. Naja, gucken wir mal. Erstmal rein hier. Ich brauche hier drüben Hilfe. Zack. Und dann ist hier auch schon die Kiste, aber wir haben hier noch, ich hätte sogar fast einen Attentat machen können. Oh, die Dolche, die sind auch böse. Na. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's, aber... Zack. Schön. Boah. Die Finisher, die manchmal machen. Hallo? Ja. So, jetzt Kiste auf. Und damit haben wir es, glaube ich, schon geschafft, ne? Ja, Raubzug abgeschlossen. Oh, ich habe aber die Befürchtung, dass das nicht ausreichen wird, weil ich glaube, wir brauchten 60 von dem Rohmaterial und wir haben jetzt bloß 40. Alles steht in Flammen. Die Feuertextur gefällt mir immer noch nicht, aber gut, das ist ja so eine Nebensache. Hallo? Ach, die Gegner sind wieder da. Ja, toll. Also entweder sie sind wieder da oder es sind neue gespawnt. Aber die sind auch nicht gerade besser. Gut, wow. Eieiei. So, dann machen wir uns mal vom Acker. Und gehen mal zur Siedlung. Dann können wir gleich mal gucken, ob es theoretisch ausreichen würde. So, dann nehmen wir einfach dieses... Ja, Schnellreise nicht möglich. Wir müssen natürlich erstmal hier irgendwie aus dem Kampf rauskommen. So, jetzt sollte es aber gehen. Genau. Ladezeit. So, was sagt denn hier das Bruderschaftshaus? Oh, ich glaube, es reicht nicht, was eigentlich schade wäre, aber gut. Schön, dich zu sehen. Kann man ja dann nichts dran ändern. Da haben wir immerhin schon mal Fortschritt gemacht. Nee, doch, wir können es machen. Sehr schön. Bruderschaftshaus der Verborgenen. Gebäude abgeschlossen. Und damit hat sich jetzt auch der Rang der Siedlung erhöht. Also die Bekanntheit. Wir sind jetzt eine Ansiedlung. Neue Gelegenheiten. Schiffswerkstatt, Tätowiererstadt, Fischhütte, Jagdhütte und noch vieles mehr. Und Heitam. Hier werde ich gut arbeiten können, Eivor. Ich danke dir. Wenn uns deine Arbeit nützt, sorge ich dafür, dass du sie machen kannst, solange du bei uns bist. Das wird sie, denn uns verbindet ein gemeinsamer Feind. Seine Krallen sitzen tief in Englerlands Fleisch. Schlage ihn da, wo er am stärksten ist, und die Bündnisse, die du suchst, werden sich leichter ergeben. In London halten sie sich nicht länger zurück. Wenn du sie ausschalten würdest, stünde die Stadt in deiner Schuld. Ich rede mit Randvi und werde sehen, was sie davon hält. Gut. Zuvor habe ich aber noch etwas. Ein Geschenk, das ich teilen möchte. Ein Geschenk? Ich kann es dir hier nicht zeigen. Laufen wir doch ein Stück. Noch nicht, ja, ganz, natürlich, aber ich komme bald wieder. Die Quest werden wir dann in der nächsten Folge annehmen und dann wird er uns etwas präsentieren, sage ich mal. Spoiler-Alarm, ich weiß es schon. Ja gut, dann würde ich sagen, beende ich die Folge an der Stelle und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.